Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Minecraftus Story Modus. Mittlerweile habe ich mir auch den zweiten Teil besorgt, weil ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es noch sehr lange geht, bis wir dann da fertig sind. Aber ich weiß es nicht. Ich will mich jetzt erstmal beschweren, dass es sehr laut ist. Immerhin, es geht genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich musste gerade schon neu starten, weil wir diese Szene theoretisch sonst verpasst hätten. Genau. Ich muss nur ein Mikrofonstück nehmen. Das Schure ist jetzt auch schon da. Das wird dann auch bald eingesetzt. Darauf freue ich mich auch schon. Es ist sehr laut. Aua, ich glaube, das tat denen weh. Ich weiß es aber nicht. Sind alle in Ordnung? Ist alles okay? Sind alle gut? Well. Definitely not thirsty anymore. Ja, das ist doch was Gutes. er hat einfach keinen Durst mehr, ist ertrunken. Axel ist auch wieder da. No, don't worry, I'm totally fine. Gut. Why? Oh crap. I'm sorry. Good work, Jesse. Do not forget the mission above all else. Even your friends. I'm sure it was difficult. But that is what the situation called for. And if we didn't have the ambulance, Freunde sind wichtig. We'd be lost. My friends are important to me. Ja. I don't doubt that. But in situations like these, the sentimental can oftentimes be very dangerous. They need me. That's the problem, Jesse. I've been in the hero business for quite some time. It's kept me in lunch money. But I will say, for all its perks, more often than not, heroes eat alone. Das finde ich jetzt nicht so gut. Hey, Buddy. Heroes sollten nicht einsam sein. Lucas, we might have had our differences, but you're all right in my book. Thanks, Axel. No. Sehr schön. Jetzt hat sich Axel also doch mal dazu entschieden. Danke, dass du Room gerettet hast. Jetzt hat sich Axel auch mal dazu entschieden, die Ocelots bzw. Lucas zu mögen. Das ist doch schön. Das stört mich ein bisschen gerade. So. Sorin ist ins End gegangen. Ah, ich glaube, das war keine so gute Idee, diese Mühle kaputt zu machen. Weil jetzt sind alle Zombies einfach bad. Das Skelett schießt einfach den Zombie ab. Also. Oh, ducken! Wow! Keep moving! Los, schnell, Leute! Das schaffen wir es nicht! Wow! Bam! Axel, look out! Die sind ja voll klein! Stimmt, Cave Spiders sind kleiner als die normalen. B. Bam. Perfekto. Und zack. Oh, da gab's einen Lag. Es ist immer noch emuliert. Dementsprechend, ja. Also wir können doch nicht einfach ins Endportal reinspringen. Bam. Perfekto! Genau mein Stil! So, helfen wir mal hoch. Komm, Mr. Gabriel. Let's go to the End Portal. Ich weiß nicht, ob das so sicher ist, einfach ins End Portal zu gehen. Aber das wird schon passen. Glaub ich zumindest. Gut, Leute, wenn euch das Ganze gefällt. Könnt ihr doch gerne den Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir sind im End, Leute. Das ist gruselig. Just keeps getting better. Where's Axel? He was right behind me. I swear. Cool. Find ich witzig. Find ich toll. Doch, gefällt mir.
Alles okay? Are you hurt? What? No, I'm not crying. Just look. Just look not, das ist ein Enderman. Hör auf, die anzugucken. Wir sterben. Leute, nicht angucken. Nicht angucken. Auf keinen Fall in die Augen des Endermans gucken. Er kommt euch holen. What do we call that? A herd of Endermen? A flock of Endermen? A swarm? Ein Spuk. It's a haunting of Endermen. Ein Spuk Enderman. Das ist jetzt die offizielle Mehrzahl. Which way are we headed, Jesse? Sorin ist immer noch nicht da. Na, hätte ja sein können. It does not work in the end. Great. Whew. Man. So we were trapped. And ja, so ziemlich. We're lost. So we go from a death machine. Ja, wenigstens leben wir noch, gell? And we land here in the end. At least we're alive and well. Ja, gut, wir leben noch. Unter welchen Umständen ist ja egal, aber wir leben noch. Face it, Jesse. We might never find this guy. There he is. Did that just happen? Can't believe that just happened. It has to be Soren. Wir werden diesen Typen niemals finden. Oh, guck mal, da ist er. Finde ich cool doch. Das ist also Soren. Everyone, behind me. I'll handle the intimate. Just follow my lead and I'll protect you. Nein, ich gehe voraus. Actually, you know what? Wir sind die einzigsten wahren Helden hier. Give me a chance. Follow Lucas. Follow Lucas. Let's pick up the pace, okay? Warum immer das jetzt auf Englisch war, die Antwort. Wurde wahrscheinlich vergessen zu übersetzen. Do not look at them. Immer nach unten gucken, Leute. Well done, Lucas. Thanks. And you too, Jesse. Thanks for giving me a shot. Du machst alles richtig, Lucas. Ich habe nie gesagt, dass du irgendwie was Falsches machst. Wo ist das Enderdrachen eigentlich? Ach stimmt, das haben die safe mitgenommen. Das ist neu. Okay. Let's go. Ich glaube... Ah, das ist beim letzten Mal nicht geladen. Wir haben da stattdessen einen Enderman gesehen. Nein, guck nicht nach oben. Guck nicht nach oben, das ist eine schlechte Entscheidung. Da ist bestimmt ein Enderman. Okay. I hope that someday I love something as much as Soren seems to love stairs. Ich wäre lieber für einen Fahrstuhl als für Stairs, als Treppen. Aber das ist ja Ansichtssache. Manche Leute Jesse, laufen lieber Treppen. Hält fit, hält gesund, kann ich jedem empfehlen. Ja. Brauchst du Hilfe? Need a hand? Me? Don't be ridiculous. Really, I'm fine. No, you're not. I apologize. So ziemlich überhaupt nicht. We can keep moving. Ich hasse es, wenn jemand nicht einsieht, dass er Hilfe braucht. So many stairs. There's a ladder. Das ist auch nicht viel besser, aber immerhin. Jetzt geht's straight up. Es speichert? Okay. Jesse, I believe this honor belongs to you. Here goes. Ich sag euch da oben, da kommt ein Enderman, der springt uns ins Gesicht. Warum ist hier Wolle? Grüne Wolle, oben haben wir weiß. Okay. What do you see? Please don't say more stairs. It's the most beautiful place I've ever seen. Der Dude hat aus Wolle eine Oberwelt im End gebaut. Wenn man sonst keine Hobbys hat. Ja, aber es sieht echt gut aus. Also muss ich schon sagen. Ja. Hat was. Das hat was, würdest du denn nehmen? Das ist Wolle. The ground is almost... What in the...
It's made of wool. This Nein, tree, the was? Grass, echt? It's all wool. Du lebst in der Minecraft-Welt und hast keine Ahnung, wie Wolle aussieht? Die Wolle hat verschiedene Faserungen. Wenn ihr hinguckt, seht ihr manchmal Striche, die von oben nach unten gehen und einmal von links nach rechts. Er vermisst wahrscheinlich zu Hause zu sein oder so. Kann sein. You don't build an exact replica. We came here for nothing. Did you this? What are we even supposed to do now? Was denn los mit dir? Why are you acting like this? Just look around, Jesse. If the greatest builder of all time has spent years working on this, what are the chances he's even gonna have that bomb, huh? I've had enough crazy for one day. Na, es gibt manche Grafikbugs in der Wolltextur, aber ich will mich darüber jetzt mal nicht beschweren, ja? Ich krieg das wahrscheinlich nicht so schön hin. Is he gonna be okay? He seems pretty upset. Perhaps he's allergic to wool. Na, keine Ahnung. Ich hoffe, es bessert sich so. Weil ich keine Lust habe, dass er die ganze Zeit nervt. Mit Gabriel reden, nö. Da ist ein Hebel, den drücke ich. Wird schon bestimmt richtig sein. Cool. Eine Wand, wow. Dafür rede ich aber mit Axel und Olivia. Ja. Nicht mit dir, Gabriel. Well, it's not gonna work. What's up, Jesse? Was ist mit Lucas los? Do you guys know what's eating Lucas? Well, as a long-time observer of human behavior, du hast keine Ahnung. We have no idea. Try, you know, talking to him. Hatte ich vor. I'm gonna keep poking around. Right. Tschüss. Wieso ist da pinke Wolle? Was hier? Springbrunnen. Da ist noch ein Hebel bei Lucas. Den kann ich aber nicht drücken. Ja, aber den Springbrunnen angucken. Well, at least that's not made of wool. Must be all sorts of hidden water systems in this place. Du hast mich jetzt zurückteleportiert. Das Game kann einfach Leute teleportieren, das schummelt. Okay. Ich könnte mit Ruben reden. Was ist hier? Eine Hütte. Ja, ich gehe da rein. It's cute, I guess. Was soll es darstellen? Ach komm, dann reden wir halt mit Lucas. Was ist denn los? What do you want? Was ist los? What's your problem, Lucas? Listen, I know I've been prickly, okay? But Jesse, I think something's wrong with Gabriel. I mean, you have to have noticed. Vielleicht solltest du ihm einfach mal Bescheid geben, dass er kurz davor ist zu sterben. Wait, talk about what? Jesse, if I'm right about this, you have to tell me. It's not schlechte Antwort. Ah, sorry. Oh. At least not me. Gabriel hat mir erzählt, dass krank ist. Komm. Die Leute müssen davon wissen. Man muss ihm helfen. Lucas, Gabriel's sick. How long have you known? A while, but he asked me not to say anything. The wither infected him with something. So everything I was worried about is true. This is my fault, Jesse. So ziemlich ja, Pech gehabt. Gabriel's wither sickness. It's because of me. Nein. There's no way this is because of you. Wieso, hä? If I hadn't choked, you would have been able to pull Gabriel out of that tractor beam sooner. For all we know, Gabriel didn't get sick until way after that. Oh, ja klar. Aber das ist doch nicht deine Schuld, hä? Der Dude ist so weird. Do we even stand a chance anymore? Not like we haven't dealt with some grade A problems before, but wir müssen zusammenhalten. Together we can do anything. Even genau. Something that feels impossible. It just feels extra impossible now. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Das geht schon. Okay. Lucas wird es nicht vergessen. Ich
kind of wish Gabriel would tell everybody. Sehr schön. It would just make things easier. Kann ich jetzt diesen... Hey, Jesse. Überkiss das Leben. I kind of need to get at that lever you're blocking. Mann, sind wir freundlich. Es fehlt noch einer. Thanks. Yep. Da hinten, da ist ein Hebel. Da steht Abonnieren drauf. Könnt ihr den mal bitte für mich drücken? Vielleicht bringt das ja was. Dankeschön. Voll-Zombie. Ich suche aber einen Hebel. Da ist Gabriel, der Warrior. Und da ist der Schalter. Ich glaube, der rote Schalter, der ist jetzt grau. Der hat was Gutes bewirkt, Leute. Nee. Vielen Dank. Nein, ich rede immer noch nicht mit dir, Gabriel. Band lauschen. Das ist noch ein Knopf. Was macht der Knopf? Ich habe keine Ahnung, ich drücke ihn einfach mal. Wird schon nicht falsch sein, oder? Bumm. Oh, es explodiert wirklich irgendwas. That's... LOL. I think... Hey everyone, I think I found Soren's way out! Way to go, Jesse. That's awesome. Was? Aber die Welt ist so wunderschön. Ich will das genauso eins zu eins in meiner Minecraft-Welt haben. Das sieht nämlich echt, echt cool aus, muss ich sagen. When I think back to my glory days, I was so strong, so capable. Mach dir keine Sorgen. Alles gut. Alles ist gut. Kein Problem. Wir lieben dich, Gabriel. Wir wollten einfach nur nicht mit dir reden. I just hope we don't discover Soren as he's getting ready for bed. He always wore the most revealing bathrobe. Ja gut. Aber wie es dann an diesem Punkt weitergeht, sehen wir leider erst in der nächsten Folge. Bis dann, Leute, und ciao.